Hi, ich bin Annika und wer bist du eigentlich? Was dieser Herzchenballon mit diesem Hut zu tun hat und was 30 Leute mit Stift und Papier im romantischen Kerzenschein hier in Berlin-Neukölln machen? Tja, es ist Love Letter Convention und die ist schon zum 6. Mal. Und die wollen wir uns ja wohl nicht entgehen lassen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt zu Hause, ihr habt alles vorbereitet für den perfekten Kinoabend, ihr habt Pizza, ihr habt Popcorn, ihr habt was Süßes, alles super und dann fällt euch auf, eigentlich ist das Wetter, wie bei mir auch um mich herum, viel zu schön, um einfach drinnen zu hocken. Also warum macht ihr nicht einfach euer eigenes Open-Air-Kino? Wir haben für euch nochmal dafür die allerbesten Serien aus dem Netz zusammengefasst. Damit hat die Natur sich was ganz Besonderes einfallen lassen. 4 kurze, flauschige Stummelbeinchen, ein ganz langer Rücken und das sind sie auch schon, die typischen Merkmale vom Dackel. Und natürlich das spießige Image, was sie da kennt, vom Oma-Hund bis zum Jägerhund, alles dabei. Aber jetzt ist der Dackel wieder voll im Trend und hier hinter mir in Berlin-Neukölln gibt es eine richtige Dackelkneipe, die Posch Tackle-Bar. Und da können wir jetzt ja mal rein dackeln. Ja, das ist ja wirklich total skurril hier. Ich glaube, ich habe noch nie mit einem Dackel zusammen an so einer Bar gesessen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, gerade eine Dackelbar aufzumachen? Also die Idee war eigentlich, erstmal eine Kneipe aufzumachen, eine Musikbar. Und dann haben wir gedacht, als wir die Bar eröffnet haben, die Ella wird auf jeden Fall unser Maskottchen. Ja, warum nicht gerade jetzt ein Mops oder ein Schäferhund? Warum gerade der Dackel? Also die Ella hat eigentlich Bernd mit in die Beziehung gebracht. Ich bin mit großen Hunden aufgewachsen und konnte mit Dackeln vorher eigentlich gar nicht so viel anfangen. Aber als ich dann Ella kennengelernt habe, habe ich mich doch wirklich sehr in die Ella verliebt, weil sie einfach so bezaubernd ist. Ist sie auch und ist so flauschig. Und dann ist das Dackelfieber einfach ausgebrochen. Was macht ihr denn, wenn Leute mit anderen Hunden hier reinkommen? Dürfen die auch rein? Selbstverständlich. Wir sind eine sehr hundefreundliche Bar, also nicht nur dackelfreundlich. Und deswegen sind hier alle Hunde und Halter willkommen. Ja, Sommer ist ja typischerweise die Zeit für leckeres Grillen oder aber auch für Eiscreme. Und hätten Sie gedacht, dass man auf so einer Steinplatte nicht nur grillen kann, sondern auch Eis herstellen? Ich nicht, aber man kann darauf wirklich super toll Süßigkeiten mit salzigen mixen. Und das Ganze heißt dann Stone Cold Ice.